Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei Beeper Gaming. Und heute gibt es das nächste FIFA 19 Gameplay. Neben mir sitzt der liebe Mörser und er wird jetzt hier gegen mich spielen. Wir haben schon ein paar Spiele gemacht. Schaut doch auf seinem Kanal vorbei, ist entsprechend unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und heute gibt es die House Rules und gar keine Rules eigentlich. Nichts damit House Rules, denn wir spielen No Rules. Und das bedeutet, keine Fouls, kein Abseits, Eckbälle gibt's noch. Aber ansonsten, ja, die gibt's noch. Aber ansonsten gibt's Einwürfe etc., aber der Schiedsrichter hat ansonsten nicht so viel zu tun. Läuft der eigentlich am Spielfeld auch rum? Ja. Ist der da? Ja, ja. So quasi, damit's und auch die Linienrichter sind noch da. Haben wir auch gesagt, ey, was machen die denn? Was macht der Linienrichter? Nichts. Nun gut. Das erste Spiel haben wir auch schon mit House Rules gemacht. Das lief auf seinem Kanal Survival. Also entsprechend das mal anschauen. Und wir gehen jetzt hier rein. No Rules. Und jetzt frage ich mich, also ich, ja, was spiele ich meine für eine Formation gegen dich? Das ist die Frage, ne? Und vor allem, was für eine Mannschaft du bist. Wir können mal was Internationales machen. Das können wir machen, ja. Was Internationales? Also Frankreich hat natürlich einen brutalen Kader. Ja, die haben einen richtig brutalen Kader. Brasilien denke ich mal auch, ne? Bestimmt, aber dann machen wir Frankreich gegen Brasilien, wenn du Bock hast. Ja. Ich frage mich, ob ich zwingend... Wo gibt's unter B finde ich einfach Brasilien nicht. Was? Das kann schon nicht sein, oder? Ja, machen wir weiter. Aber es sind auch sehr, sehr wenig Nationalmannschaften. Ja, kann es sein, dass das nicht alle sind. Das sind noch nicht alle, würde ich sagen. Dann nehme ich, Portugal. Okay. Ah, der Ronaldo ist doch gewechselt. Merde ist hier. Wow, der war richtig schlecht. Ne? Der war wirklich. Der war ich hab versucht, auf Kampf zu lachen. Ja, der war ganz schlimm. Okay, das erste Mal wieder hier das einstellen. Vielleicht soll ich mal auf Gewinnspiel lassen. Habe ich dann eine Chance? Okay. Das machen wir auch. Was machen wir denn mit den Formationen hier? Das, was ich mache, breite Raute. Breite Raute? Ja. Ich mache jetzt mal die Schneider-Formation. Das ist doch, du hast mir doch erklärt hier. Oder soll ich mal 4-2-4 probieren? Hier, das da, ne? Das ist doch die Schneider-Formation. Ach, das war die Schneider? Ja, ich dachte, die Schneider. Ja, zerstören. Ja. Genau. Snyder, die ist gut, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja? Ja. Okay. Ja, übrigens, also neue Features, Time Finishing, Dynamic Tactics und Active Touches sind dann jetzt noch. Wenn nicht schon Videos dazu gekommen sind, werden noch gekommen. Wenn ihr FIFA 19 Videos schauen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, das komplette Programm natürlich logischerweise. Denn der Mörser nickt auch schon einfach nur, macht das. Definitiv. Selbst, oh mein Gott, Fonto. Also ich wollte unbedingt einen anderen und der ist besser. Okay. Ja, der Stürmer passt nicht zu dem Schmarrad. Bei dieser Martins, der kann eigentlich auch vorne. Der ist Hast du das probiert? Oder? Ja, ich gehe jetzt den Next Level. Das werde ich Ihnen erklären, ob das funktioniert hat. Das ist das mit Fast Builder. Ich probiere jetzt hier was aus. Hast du Fast Builder hier eingestellt? Nee. Ich erkläre es dir her. Oh, er geht zu Dynamic Tactics Next Level. Wenn das funktioniert, dann werde ich erklären, warum. Aber das funktioniert nicht immer. Alles klar. Dann kannst du das mal machen, dann bin ich mal gespannt auf dein Next Level. Da bin ich echt gespannt auf Next Level. Ja. Das, mal schauen. Ich hätte vielleicht noch eine andere Idee, aber wir machen einfach mal. Ne? Sonst passt das. Ja. No Rules, wie gesagt, keine Fouls, sondern kein Abseits. Rein. Ja. Der Schiedsrichter macht nichts mehr. Das heißt, wenn du von hinten reingrätschst, einfach, der steht einfach auf und macht weiter. Ja. Oder liegt der manchmal auch kaputt herum? Ich weiß jetzt nicht. Werden wir sehen. Wenn ich dann entsprechend hart rangehe. Okay. So. Keine Abseitsposition, was denn? Da muss ich echt aufpassen. Wenn ihr das Schlitzel aus, wahrscheinlich ständig da Abseitsdinger. Ey, du wirst merken, das ist total ungewohnt zu sagen, ich spiele jetzt ein Spiel bewusst im Abseits an. Ja? Weil du halt denkst, ey, ich habe Abseits, kann ich nicht anspielen.
Job fast gefunden in Grisi. Oh je, da ist so viel Raum. Bitte nicht reinmachen. Yeah. Weiß noch nicht mal, ob das Absatz gewesen wäre. Aber das ist das Schöne, ich habe ihn trotzdem einfach gespielt, weil es ist ja kein Abseits. Ich muss mir das mal nachschauen. Was also auch geil wäre, No Rules kombiniert mit Survival. Aber guck mal, ja, es war noch nicht mehr Abseits. Yeah. Ich war mal länger, ob ich genug war, aber dann gesagt, nee, ich mach mal das Tor. Safe is safe, ne? Erstmal mitnehmen. So Jungs, wir müssen jetzt mal nachziehen hier. Oh mein Gott! Ist das schon Next Level? Oh. Ja, das ist mal ein Torhüter, Alter. Oh ist ja kein Abseits. Ja. Das ist auch kein Foul. Ich bin noch gar nicht drauf klar. Wäre auch kein Abseits natürlich. Da muss ich auch dran gewöhnen. Kein Abseits, ne? Ach, scheiße! Nein, ich brauch zu lang. Ronaldo! Oh, was machen die da? Ey, daran habe ich nicht gedacht, dass du auch einfach kein Abseits hast. Ey, dieses No Rules, das kann lustig sein. Also wirklich. Ja, jetzt mal raus. Nein, das ist zu weit. Das muss man erstmal checken, dass man den einfach anspielen kann. Dass man einfach anspielen kann, ja. Das ist witzig. Oh, scheiße. Oh nein, das geht ja klar. Ja, das geht ja klar. Spielt den, er ist ja am Abseits, aber geht ja. Oh, scheiße. Schau mal den hier. Ja. Nee. 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 Hau ihn rein. Nee. No rules. Das ist halt auch einfach geisteskrank, Mann. Das ist so witzig. Nein. Richtig. Ah, scheiße. Come on. Bleib drin, komm. Ja. Gefährlich was. Ja, würde ich auch sagen. Ah, nein. Da habe ich locker angespielt, weil ich habe gesehen, Abseits, aber kein Ding. Ey, da machst du ja auch deine Skills kaputt, wenn du das so häufig spielst. Weil dann nur wieder Abseits spielst. Nein. Oh Gott, nein! Hab ich vergessen! Ich hab's drüber geschossen einfach. Time Finish, oder? Jetzt muss ich was nachschauen. War das Time Finish? Ich hab aber, glaube ich, weiß gehabt, weil das ist ja kurz mal hier interaktives Tutorial. Das bekommt man jetzt hier angezeigt und ich hatte, glaube ich, weiß. Ja, und der hat ihn einfach so verschossen. Weiß bedeutet zu spät gedrückt, das heißt, es ist ein ganz normaler Abschluss. Okay. Und ich hab den einfach aus 4 Metern mit dem Billy übers Tor geschossen. Schön. Schön zu sehen. Ja, ist gut. Freut mich. Aber No Rules ist echt heftig. Und Pressing sowieso. Oh. Ach komm, der kann mich ja umgerechnet, ist ja gar nichts, ne? Schon wieder lacht, der liegt halt jetzt hier kaputt am Boden, ne? Nein. Wir müssen jetzt lachen. Ja, nein. Boah, das war knapp. Das wäre sogar ein normales, schönes Tor gewesen. Wir sind hier nicht bei FIFA. Hey. Jawohl. Komm. Boah, ich steck da wieder die Beine. Boom. Ja, durch die Beine. Das ist recht. Aber die können doch so manchmal. Ja, das ist okay. Recht. Aber ich weiß, es ist immer dieses durch die Beine und Beine rausgestellt. Die waren immer schon da. Die waren auch schon, seit ich Überspieler war. Man muss halt auch sagen, sie passieren auch im realen Fußball. Du kannst als Verteidiger nicht alles zustellen, aber es ist nervig für dich, dass du eigentlich der Verteidiger bist. Ja. Also das ist der Punkt. Das ist aber nicht so bitter. Das ist so schlimm. Der Fehler wurde vorher gemacht. Ja, genau. Ich finde es schlimmer, wenn der rundherum autokorrigiert wird, als wenn er so kommt. Weil der kommt zumindest wie ein normaler Pass. Aber
Aber dann spielt man eine Saison FIFA 19 und sagst, das Schlimmste ist, wenn die durch die Beine gehen. Ja. Jungs, wir müssen jetzt mal ein bisschen No Rules hier ausnutzen. Ja. Ach du Scheiße. Man übertreibst doch mit deinem Rumhacken. Ja, das wäre aber auch jetzt kein Abseits gewesen. Ja, richtig. Das war's halt. Ja, Büffel sind teilweise auch ganz schön flach. Da habe ich immer richtig. Ich hab jetzt eine Idee, ich stelle jetzt mal um, okay? Soll ich dir mal meine Taktik verraten? Ich habe den Longballs eingestellt, damit die möglichst immer viel steil laufen, weil es ja kein Abseits gibt. Aha. Aber nur so teilweise funktioniert. Ja, ne? Richtig. Aber zeig dir meine Taktik jetzt. Ach du Scheiße. Nee, okay. Das ist natürlich die Übel. Okay, das mache ich auch, weil das. Hey, du kannst nicht meine Taktik einfach hier nehmen. Hallo, das ist. Weißt du, wie es läuft im professionellen FIFA? Spiegel in der gegnerischen Formation. Oh, wir einfach jetzt hier. Holy hell. Ja, aber ganz ehrlich, das ist zu krass. 4-2-4, weil No Rules ist, glaube ich, einfach totes. Kannst du nicht einfach meine Taktik spielen? Doch. Das ist Shirts. Hallo. Shirts. Das ist viel zu stark. Er spiegelt einfach meine Taktik. Also, das seht ihr mal, Leute. Ja, aber man muss ja auch sagen, der Löser ist ein Taktiker. Hätte ich das in Time Tactics eingestellt, vorher, und er hätte es nicht gesehen, hätte es nicht gecheckt. Seht ihr? Und genau in-game wird das der Gegner auch nicht checken, weil es passiert einfach zwischendurch. 4-2-4, denke ich, ist bei No Rules. Nein! Der geht rein. Das ist nicht erwartet. Boah! Nee, das ist eben noch ein Problem, wenn man noch Tackle drin hat, dass er dann auch direkt schießt. Das war. Ich hab so Müll aus der Zeit, wo er dann auch nicht das Tackle gemacht. Ja. Das ist so ab. Da war die Chance. Oh Mann, das war 4-2-4, wird jetzt nicht das. Schwer. Okay. Ja gut, was ist passiert? Was ist passiert? Nein. Na! No! Wieso geht denn da nicht hin? Ich würde sagen, hoch bei uns. Ich weiß nicht, ob ich gerade zu viel. Das kann ich im Schlaf hier herumpassen. Das spüre ich gerade. Naja. Nur so. Muss ich aufpassen. Usman. Usman. Nein! Ja, Gott sei Dank. Ich war so umständlich. Auf geht's. Das ist so krass, Mann. Ich denke halt so, boah, voll das geile Dribbling gerade von mir. Und dann, ja, scheiße, Mann, der kann ja einfach umholzen. Nein, das war wieder das auf meiner Seite. Jetzt! Ronaldo! Da ist das 2-1. Ja, Mann. Jetzt hab ich eine Idee, wie ich jetzt das 2-2 mache. Achtung, Leute, ich habe jetzt hier taktische das schon einfach gecheckt. Einfach Dreieck nehme ich an. Ich habe schon gecheckt jetzt. Guck mal. So, pass auf. Das kannst du ja nicht verteidigen, Mann. Pass auf jetzt, Leute. Ich brauche noch einmal den Ball. Ich hab's jetzt gecheckt. Jetzt habe ich es durchblickt. Ich hol's hier einfach mal um, dann passt das. Ey, Ball bitte! Das ist danke so. Sehr. Das mit den No Rules, das kriege ich auch noch nicht rein. Ich krieg's mit den Grätschen nicht hin. Nein. Ist das jetzt die Taktik gewesen? Nee. Olo! Das war ja auch kein Abschluss gewesen, ne? Ey, Junge! Ah, das hätte ein Dreieckpass sein müssen. Ich habe einen X-Pass gemacht und es war ein Fehler. Boah. Ey! Das ist so geil. Nein, das ist aber auch kein. Oh fuck, nein, Torhüter. Bitte nicht. Ja. Ich habe noch ein bisschen Zeit, come on. Nein, No Rules. Es ist wirklich ein komplett anderes Spiel, ne? Ja. Es ist wirklich ein komplett anderes Spiel. Du musst anders spielen. Du kannst anders spielen.
vergesse das jedes Mal. Das ich auch. Du dribbelst halt und denkst so, ja, geil, geil, Mann, wie ich dir gerade natze, Mann. Und dann, ja, scheiße, Mann, der grätscht einfach voll hart rein. Jetzt machen wir noch einen Tor. Das hat doch wieder so schlecht gespielt. So, ob er den bringt. Hm? Nein, guck dir das an. Kein Abseits, ne? Let's go! Da ist Ronaldo. Ronaldo ist so abgezockt, Mann. Ronaldo ist so abgezockt. Nice. Ach man, dass wir noch auflaufen. Das ist das, was meine Taktik eigentlich, dass ich hier es so reinbringe, dass ich den mit der Line, die ganze Line schicken kann, damit er ewig weit im Abseits, also dahinten steht und dann einfach Dreieck ins Knie, ganz locker, ne? Schau mal hier, schau. Den habe ich so geschickt, du kannst ja gar nicht rankommen, weil es eigentlich Abseits ist, ne? Oh Mann, ey, ja. Jetzt habe ich den Taktik verraten, das war vielleicht nicht so gut. Es geht auch nicht immer, wenn die so knapp da eng stehen, dann kannst du es nicht machen. Ja, aber manchmal ist halt so der Lauf. Nein, 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 der lackt sich hier. Bist du wahnsinnig, wie das sich durchmacht? Du bist so ein Lacker. Bin ich. Nicht nur No Rules, sondern auch noch Lack des Todes. No Rules, 100% Lack. Ja, aber Lack. Oh mein Gott. Ey. Aber du faulst halt auch ganz klar. Ja, aber da habe ich den einfach sauber. Ja, na, okay. Ja, du hast einen Fehlpass gemacht. Ja, okay. Du hast einen Fehlpass. Ist doch. Ja. Ich habe einen Fehlpass. Und ich habe in der Krieg zumindest noch Geld getroffen. Ich habe mich außerdem Teil für den Strang gemacht. Ja, okay. Ich habe einen Fehlpass gewonnen. Das ist kein richtiges FIFA-Spiel gewesen, aber zumindest mal gewonnen. So, hier. Da fängt ihr richtig gut an. Ich muss sagen, Frankreich ist auch generell eine super Mannschaft. Das ist auf jeden Fall eine gute 2-0-Führung. Aber das macht Spaß. Also das ist wirklich ein anderes Spiel. Ja. Das ist wirklich, das spielt sich komplett anders, weil du ganz anders FIFA spielen musst. Ja, das stimmt schon. Das war guter Abwechslung. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gern geschehen. Schaut auch, wie gesagt, bei ihm vorbei. Wir haben da auch noch zwei weitere Gameplays mit mir und natürlich auch weitere FIFA 19 Videos bei ihm und auch bei uns. Bleibt dran, dann sehen wir uns. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.